war eine harte Zeit, 2 Jahre ohne Fasching. Viel nachdenken, viel überlegen, wie machst du weiter, was kannst du im Verein Gutes tun. Es war einfach, die Stimmung hat gefehlt. Der Fasching war einfach nicht da und man hat es doch vermisst. Mir hat der Fasching absolut gefehlt. Obwohl wir trainiert haben, aber immer diese Unsicherheit, ob jetzt Fasching stattfindet, ob nicht. Also man hat am Anfang immer noch die Hoffnung, dass es stattfindet, dass man es nicht umsonst macht. War natürlich immer die Hoffnung da, dass wir wieder Fasching haben. Und natürlich ist es total traurig gewesen, dass wir so gesehen 2 Jahre umsonst trainiert haben. War es, glaube ich, schon für viele sehr traurig, aber umso mehr freuen wir uns, dass es dieses Jahr jetzt endlich klappt und wir jetzt endlich wieder auf der Bühne stehen dürfen. Es ist einfach wahnsinnig schön, wieder hier zu sein, wieder dieses Feeling zu bekommen. Kribbeln, wenn es dann losgeht. Und das macht einfach, ja, es ist der Fasching und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Oft haben wir gelacht, uns geweint, nur um hier und jetzt Geschichte zu schreiben. Ich will, dass dieses Gefühl für immer bleibt. Jeder Pulsschlag 0 auf 100. Und ich weiß, dass du das Gleiche fühlst wie ich, wenn die Euphorie durch dein wirklich. Die waren toll. Wir sind einfach mega stolz auf die Mädels. Die haben das so toll gemacht. Sie haben so lange dafür trainiert. Und das jetzt endlich zeigen zu können, das ist einfach toll. Und sie sind super und die werden den Fasching einfach weiterhin rocken. Komm, wir drehen richtig an. Ich bin jetzt natürlich auch sehr froh, dass wir dieses Jahr endlich wieder starten dürfen, 23. Man sieht es auch an den Mädels, an der ganzen Truppe, wie die Stimmung ist. Jeder freut sich darauf. Man kann es eigentlich gar nicht wahrhaben, dass jetzt der Fasching wieder beginnt, aber es ist so. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stumble. I'm gonna work harder. Total surreal, jetzt wieder hier zu stehen. Und auf einmal wieder Fasching zu feiern. Man kann es noch nicht glauben, kann man gar nicht beschreiben. Einfach glücklich. Und ich bin einfach überglücklich, dass es wieder losgeht und ich bin total heiß drauf. Also jeder hat so eine richtige Freude drauf. Ich bin einfach froh, dass es wieder Fasching gibt und dass jeder Bock drauf hat. Und ich glaube, das wird eine riesengroße Party dieses Jahr. Wir rocken die Bühne, wir haben einfach Spaß dabei und die Leute werden genauso staunen. Ich glaube, das wird richtig super. Wir sind froh, dass es Faschingskomitee Mehring gibt. Wunderbare Intronisation, eine Werbung für Mehring, da kann man nur begeistert sein. Tolle Kostüme, toller Auftritt, mega stark. Wenn die Mehringer wissen, den Fasching zu feiern,